Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Gestern kamen ja in-game die News für das folgende Wochenende raus. Ich denke mal, die meisten von euch werden das wahrscheinlich gelesen haben. Es gibt unter anderem wieder Pilzaktionen, was sehr geil ist. XP-Event, Hexentanz war ja schon fast von abzusehen. Und ja, auch noch zahlreiche weitere Events, ne? Viele hatten jetzt auch nochmal nachgefragt, okay, ja, es ist jetzt auch nochmal so, dass es jetzt eine Pilzaktion gibt, weil es war ja letztes Wochenende schon eine, gibt es jetzt nochmal eine, weil hätte eventuell schon nochmal Bock reinzugehen, so in den Dungeon, ne? Und ja, letztes Mal beim Elevator, beim Legendary Dungeon war es auch so gewesen, dass es das erste Wochenende eine Pilzaktion gab und das zweite Wochenende auch eine Pilzaktion gab und auch an zwei Wochenenden halt eben Hexentanz-Event, was halt sehr geil ist, da man die ganzen Items gleich sofort in den Kessel tun kann für doppelten Wert. Und ja, genau. Dadurch, dass ich und viele andere auch relativ positive Erfahrungen jetzt mit diesen LD gemacht haben in Bezug auf ja, die Pilzkosten und das Verhältnis zu den Items, die man findet, will ich euch da natürlich in keinster Art und Weise reinbaiten. Ich sag mal so, ich hatte jetzt, wenn man das in Pilze umrechnet, ca. 50 Euro jetzt auf meinen drei Servern bezahlt, also jeweils 50 Euro, ne? Um aber ein komplettes Set halt eben zu finden, so 12 Items, ist natürlich immer noch viel Geld, aber im Verhältnis dazu, da der Legendary Dungeon ja wirklich mit Abstand das teuerste Feature in Shakes and Fidget ist und ich sag mal so, man ein komplettes Set dafür bekommt, dann kann man sich das zumindest als Pilzer, Free-to-Play ist natürlich klar, ist natürlich utopisch, aber zumindest, wenn man jemand ist, der gerne reinpilzt hier und da mal, kann man schon mal zumindest drüber nachdenken, eventuell den LD hier als Anlass dafür zu nehmen, weil das halt wirklich vom Gefühl her, ich kann es natürlich nicht beweisen so großartig, aber vom Gefühl her es ein bisschen balanceder ist, was so die Items finden angeht. Also man kommt relativ schnell auf seine Items, die man halt eben benötigt. Genau, und falls ihr mich da eben halt eben supporten wollt und beziehungsweise da Bock habt, nochmal aufzuladen für den kommenden LD, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne über den Webshop machen. Spart ihr euch natürlich im Verhältnis zu Steam, iOS und Android. Da kostet das Ganze ja 120 anstatt 100 Pilzen, ist wieder 20% Aktion. Und genau, ganz einfach beim Creator-Code Dorza, falls ihr mich da supporten wollt, eingeben und dann werde ich da auch mehr kostenfrei mit supportet. Da bedanke ich mich natürlich wie immer recht herzlich an jeden Einzelnen da draußen, der mir über diesen Wege ja, seinen Support zurückgeht, gibt. Das ist wirklich nicht selbstverständlich und weiß ich auch wirklich sehr, sehr zu schätzen und ja, versuche natürlich immer so gut es geht verantwortungsvoll mit eurem Support umzugehen. Genau, was aber zum Beispiel gestern nicht in den News mit dabei gewesen ist, ist die Vorschau für das kommende, für die kommenden Events und die gab es dann gestern tatsächlich im Discord und ja, bis hierhin sind halt eben die Events, die wir jetzt auch in-game bekommen haben, aber hier haben wir jetzt halt eben die Vorschau auf das nächste Wochenende und hier ist es halt eben ganz interessant, dort wird es jetzt eben für die Free-to-Play-Spieler ja, sehr interessant, Obacht, denn es ist wieder Oktoberfest mit ein Bier, zwei Bier, Freibier, ja, Glanzparade des Goldes, schon wieder Hexentanz, Tag der tollkühlen Tiere und Tag der verlorenen Seelen. Aber was halt wirklich sehr geil ist, Oktoberfest ist natürlich ja, das Magnum Opus, sag ich mal, für die Free-to-Play-Spieler und zwar, ja, Freibier das ganze Wochenende in Kombination dann auch noch mit Gold-Event. Das scheppert natürlich ordentlich rein und da empfehle ich natürlich jedem, der irgendwie ansatzweise Free-to-Play spielt, das Wochenende wirklich in vollen Zügen zu genießen und ja, im Gegensatz zu jemandem, der ja klaustrophob ist, der kann das Leben nicht in vollen Zügen genießen, aber das nur mal so am Rande. Das sind immer diese schlechten Wortwitze, ne? Es ist unglaublich. Warum gebt ihr euch den Scheiß eigentlich noch? Ich verstehe es mal. auf jeden Fall
Wie gesagt, nächstes Wochenende Freibier, Gold-Event, sehr, sehr geil. Und zum Anlass hatte ich dann gleich geschaut gehabt, denn mich hatte das interessiert, dadurch, dass der Legendary Dungeon ja jetzt vorgezogen worden ist. Ja, der ist ja jetzt früher erschienen, als es eigentlich vom Rhythmus her für den Legendary Dungeon üblich ist. Und da war natürlich rückwirkend betrachtet meine Gefahr, dass eventuell jetzt alle Events so ein bisschen vorgezogen werden bzw. verschoben werden, ja. Und wir haben jetzt halt eben noch nicht dieses, sondern nächstes Wochenende hier Oktoberfest. Und das wäre dann quasi ab dem Freitag, den 13. Jetzt hatte ich mal zurückgeschaut gehabt, um mal zu gucken, wann das letztes Jahr gewesen ist. Das Video hatte ich auch rausgesucht gehabt. Und zwar hier waren noch die News. Damals sogar noch aus dem Forum, das müssen einer der letzten News noch irgendwie gewesen sein. Ja, also es ist auf jeden Fall von 23 hier, 14.09.23. Und hier stehen halt eben in den News drinne, dass ja, Oktoberfest ist. Und das kommt ja vom Zeitraum her jetzt auch so ungefähr hin, wie es halt eben letztes Jahr gewesen ist. Also hier wurde tatsächlich das Oktoberfest jetzt nicht verschoben, sondern ist tatsächlich im gleichen Zeitraum wie das Oktoberfest letztes Jahr. Ne? Also es stimmt mich auf jeden Fall schon mal ein bisschen positiver, dass eventuell nicht alles direkt verschoben wird. Auf der anderen Seite muss man natürlich dazu sagen, dass jetzt ein Oktoberfest jetzt nicht unbedingt die Tragweite eines Events hat, wie zum Beispiel von einem Hellevator oder einen Legendary Dungeon, der sich erstmal über 10 Tage erstreckt. Hier habe ich übrigens nicht den Buff-Raum genommen, weil ich nicht wollte, dass eventuell mein One-Hit-Wonder überschrieben wird. Ja. Nur für die Leute, die vielleicht fragen sollten, warum gehst du nicht in die Tür? Ja, und das Oktoberfest ist halt eben jetzt nicht so ja, einnehmend, sag ich mal, wie halt eben die beiden genannten Events, die ich jetzt gerade aufgezählt hatte. Weil ein Oktoberfest, das hast du ja erstmal nur ein Wochenende und ja, es bezieht sich halt eben nur auf die normale Abenteuerlust und deswegen kann man das vielleicht nicht hundertprozentig, oha, läuft ganz gut gerade hier, deswegen kann man das vielleicht nicht so hundertprozentig vergleichen mit anderen Events, die eventuell ja, noch kommen könnten, beziehungsweise halt eben Hellevator, LD und so. Da sollten wir ja dieses Jahr auch noch einen zumindest, beziehungsweise eine von den beiden, also oder beide sollten wir einmal, so jetzt habe ich es, sollten wir dieses Jahr noch erwarten. Und meine These war ja gewesen, dass, warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was nehmen wir denn hier? Ich glaube, ich nehme die Rune hier. Wir wollen, glaube ich, nicht mehr fighten, großartig. Meine These war ja gewesen, dadurch, dass der Legendary Dungeon jetzt ein bisschen vorgezogen worden ist, es ja jetzt auch den fahrenden Dungeon on top gibt und es auch zu gleichermaßen angekündigt worden ist, dass eventuell noch dieses Jahr ein Feature auf uns wartet, dass eventuell aus diesem Beweggrund der Legendary Dungeon vielleicht ein wenig vorgezogen worden ist, dass halt eben der Zeitplan dahingehend noch aufgeht, dass man halt eben alles noch irgendwo einigermaßen unterkriegt, ohne dass halt eben die ganzen Events jetzt wirklich aneinandergereiht hintereinander stattfinden. Und ja, deswegen hatte ich das direkt mal so nachgeschaut gehabt mit dem Oktoberfest. Auf der anderen Seite habe ich mir aber so gleich gedacht, okay, ja, das Oktoberfest ist jetzt wie gesagt vielleicht nicht ganz so aussagekräftig wie einen LD oder einen Hellevator oder so. Trotzdem hat es mich mal interessiert gehabt, ob es zum gleichen Zeitraum stattfindet wie letztes Jahr. Und ja, das ist der Fall. So, also dahingehend. Alter, was ist denn mit den Buffs jetzt los hier? Holy shit. Dann nehme ich einmal wieder auf und dann passiert hier wieder sowas, ne? Vor Schlüssel können wir uns auch gerade nicht mehr retten. Das ist wirklich gut. Ja, nehmen wir noch den hier mit. Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich jetzt gar nicht mehr großartig hier in den LD rein, weil ich ja jetzt hier schon alle meine Items tatsächlich gefunden habe. Und deswegen ich hier jetzt auch keinerlei Pilze jetzt hier weiter mehr wasten muss. Beziehungsweise, weil ja, ich jetzt sowieso nicht mehr. Okay, ich dachte, jetzt, wenn jetzt wieder ein 6er Heal gibt, ne?
Ich finde jetzt sowieso auf den Etagen lohnt es sich kaum noch wegen Gold irgendwie so reinzugehen. Hier in den LD ist nicht mehr so worth, gibt nicht mehr so viel. Alter, was wir auch an Waffen kriegen, aber wir haben ja jetzt auch mittlerweile alles, ne? Also wir brauchen halt wirklich gar nichts mehr. Wir sind komplett durch. So, ne? Ja, goldtechnisch gesehen, wie gesagt, ist es nicht mehr wirklich lohnenswert, noch hier sich die Mühe zu machen, beziehungsweise das Geld halt auch eben auszugeben, um halt noch ein bisschen Gold zu farmen oder so, weil ja, man bekommt oftmals hier solche Truhen, wie ihr jetzt gesehen habt, solche Staubtruhen, wo halt gar nichts mehr drin ist. Und ja, dafür brauche ich dann halt eben auch nicht das Geld ausgeben, großartig. Und genau, wir sind jetzt hier, glaube ich, bei Run, weiß nicht, 14 oder so. Ich weiß nicht ganz genau, aber dadurch, dass das hier halt eben so ein Free Run ist, ne, den ich halt eben einfach so angefangen hatte, ja, die nehme ich halt eben noch so mit und gucke, dass ich da noch möglichst viel rausbekomme für möglichst wenig Pilzeinsatz so, ne? Das Einzige, wo ich halt Pilze ausgebe, ist nicht mehr zum Wiederbeleben oder so. Das mache ich, wie gesagt, nicht mehr. Sondern halt eben, ja, wenn ich beim Schlüsselhändler dann doch nochmal nach einem guten Buff blätter, weil das bringt einen dann schon nochmal ordentlich weiter. Aber ansonsten, ja, lasse ich den LD hier jetzt einfach ganz gediegen ausklingen und ja, wir sind durch auf allen drei Servern. Auf meinem Krieger fehlt mir halt nur noch das Schild, aber ansonsten haben wir überall unsere Items bekommen. Wie gesagt, halt eben in Anführungsstrichen, ne, man muss ja mal dazu sagen, in Anführungsstrichen relativ günstigen Verhältnissen im Vergleich zu sonst, sag ich mal, ja. Und ich denke, da kann man sich jetzt nicht wirklich so doll beschweren dieses Mal. Okay, so, wir sind durch mal wieder. Ja, zweimal sind wir hier gestorben. Ist ein solider Run, sag ich mal. Wie, guckt euch das Gold an, kriegen wir nicht mehr viel. Aber war auch ein normaler Run, war kein Ultimate. Ne? War halt einfach so free durchgespielt. Ne? Die Wiederbelebung habe ich auch einfach über Regeneration stattfinden lassen. Das Einzige, was ich an Pilzen ausgegeben habe, war für einen Schlüsselhändler. Und wir bekommen nochmal die Waffe. Ja, das ist natürlich ganz nice. Und wir schauen uns natürlich nochmal die Werte an und freuen uns im Hinterkopf schon mal Ende des Jahres in den Winter Legendary Dungeon reinzugehen. Dort voraussichtlich dann mit Stufe 700 und uns dann auf der Stufe dann eine neue Waffe zu equippen. Ich freue mich schon sehr drauf. Wir schauen uns die Statpunkte an. Ja, es scheppert ordentlich. Es scheppert ordentlich und von der Spanne her muss ich sagen, wäre das sogar eine Spanne, die mir persönlich relativ gut gefallen würde. Also ich will auf meinem Main wirklich keine Spanne haben, die ja plus minus 1 ist, also eine Spanne, die quasi nicht vorhanden ist so. Ne? Da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe aber auch keinen Bock drauf, eine Spanne zu haben, die jenseits von Gut und Böse und quasi ja rechts raus das Maximum erreicht so, ne? Das wären in meinem Fall glaube ich 6.100, 6.200 in den Dreh. Können wir gleich mal nachschauen, was rechts raus das Maximum ist. Da habe ich auch keinen Bock drauf, weil dann bin ich zu volatil. Ja, ich will aber auch nicht zu wenig volatil sein, weil macht dann auch keinen Spaß so als Magier, wenn du immer nur denselben Schaden machst. Du willst auch ein paar Crit-Treffer. Ein paar schöne, saftige, ein paar kleine. Ne? Deswegen wollte ich so eine mittlere Spanne. Und das ist eine mittlere Spanne für mich, das ist in Ordnung. Wie gesagt, wir können halt eine Spanne finden von 3536, ja, bis hin zu, das rechnen wir jetzt mal aus. Warte mal, was ist der Durchschnittsschaden der Waffe hier? 4144. So, 4144 mal 1,5. Da haben wir 6216 Schaden, den wir rechts raus kriegen können. Ja, das wäre mir dann wieder zu hoch, sag ich mal. Aber alles, was so bis 5000 ist, sag ich mal, rechts raus, ist für mich vollkommen fein. Und ja, deswegen, genau, wäre das, wie gesagt, auf jeden Fall schon mal eine Waffe, die mich persönlich auch ziemlich interessieren würde. Ne? Die wäre sogar von der Spanne her sogar noch ein bisschen kleiner als meine jetzige Waffe. Aber ihr seht, was halt links der Schaden schon, der ist halt um 1000 schon gestiegen, über 1000.
Ne, also das ist schon eine Ansage. Ist schon eine Ansage, wenn ich hier das nochmal wechsle, achtet man nicht auf die Intelligenz hier. Die geht natürlich runter, aber das ist ja eine Waffe, die halt ja, einen Stein drin hat, Verbesserung etc., Verzauberung. Und ne, das ist halt eine Waffe, die jetzt komplett unequipped ist und achtet mal nicht auf die Intelligenz, sondern einfach auf den Schaden hier unten. Ja, wir ziehen jetzt diese blanke Waffe an. Zack. Und dann haben wir einfach mal einen Durchschnittsschaden von 305 Millionen. Wie gesagt, Intelligenz ist natürlich runtergegangen, aber 305 Millionen und vorher sind es ja 279. Also das wird schon ordentlich schmecken, meine lieben Freunde. Und ja, bis dahin werden wir noch ein paar Level aufsteigen und unsere Waffe, ja, natürlich vom Schaden her wird dann noch ein Stückchen höher sein, weil wir dann noch ein paar Level höher sind, ne? Deswegen hoffe ich, dass wir noch genug Zeit haben bis zum nächsten LD. Das ist so meine Angst, die ich so ein bisschen habe, dass der zu früh kommt und wir dann halt eben nicht mehr so viel Zeit haben, Stufe 700 zu werden. Aber ich hoffe mal, dass noch ein fahrender Dungeon kommt und ich hoffe mal, dass, ja, falls alle Stränge reißen, wir noch einen in der Monstergrotte offen haben, einen Gegner, der uns wahrscheinlich ja, im Notfall auch noch helfen könnte. Der hat eine Chance von, ich glaube, jetzt mittlerweile 0,20 oder so, 0,15, 0,20 so in dem Dreh. Also der ist machbar auf jeden Fall und würde uns dann auch nochmal im Notfall 300 Millionen XP geben, ne? Also den hätten wir auch noch, aber ansonsten, ja, gucken wir mal einfach, dass wir so durchkommen, ne? Alles klar, Freunde, das soll es erstmal soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Falls ihr in den LD nochmal reingehen wollt, dann wünsche ich euch da sehr viel Erfolg bei. Wie gesagt, ich will euch da nicht reinbaiten oder so, ne? Es ist halt, es macht wirklich nur den Anschein, weil ich es von vielen Leuten gehört habe, ist dieser LD wirklich im Vergleich zu anderen etwas günstiger dafür, dass man alle Items dann bekommt. Also ja, überlegt es euch, ne? Aber wie gesagt, das müsst ihr ganz alleine wissen. Da will ich keinen irgendwie jetzt hier, wie gesagt, reinbaiten. Und genau. Ansonsten viel Erfolg. Schönes Wochenende noch an die Free-to-Play-Spieler. Freut euch auf nächstes Wochenende. Oktoberfest auch sehr geil. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Ein schönes Wochenende. Wir hören uns. Haut rein und bis zum nächsten Mal.